Hallo Leute, herzlich willkommen. Mir raucht der Kopf. Ich hätte nie gedacht, dass ich am Mittag mal sage, ich schmink mich jetzt zur Beruhigung. Hätte ich nicht gedacht, echt nicht. Oh. Heute ist der erste Tag, wo ich meine Lippen wieder anfassen darf. Weil die taten so weh. Wer das jetzt so ein bisschen auf meinem Zweitkanal verfolgt hat, ich hatte ja Coroni und anhand von Coroni habe ich noch ein bisschen mit den Folgen zu kämpfen. Also leichte Nasennebenhöhlenentzündung noch. Ist alles easy jetzt inzwischen. Aber tja. Also letzte Woche ging es mir echt scheiße. Vorletzte Woche so oder so. Also ich hatte allein 2 Wochen mit Coroni zu tun. Mir fällt gerade auf, ich habe meinen Pinsel vergessen. Einen Augenblick. Ich rutsche euch noch ein bisschen nach hinten. So, wunderbar. Ich hatte allein, wie gesagt, 2 Wochen. Also ich war allein, von diesen 2 Wochen war ich 7 oder 8 Tage positiv. Ja, also da ging eh nicht viel. Einen Tag davon ging es mir richtig scheiße. Also so richtig, richtig. Da war ich echt froh, dass ich geimpft bin, muss ich sagen. Weil da konnte man sich gar nicht vorstellen, wie es einem geht, wenn du halt vollkommen ungeimpft bist. Also ich dachte echt, einen Tag, ich muss echt sterben, jetzt ist vorbei. Mir tat mein ganzer Körper weh, durch das, dass ich dann, also ich war dann am Mittwoch positiv. Ich schmink mich übrigens gerade damit, das ist nicht so gut, das ist von Rivaldi Lob. Ich war am Mittwoch positiv, das heißt am Dienstag ging das schon los. Da habe ich mich schon zum ersten Mal abends so einigermaßen krank gefühlt dann. Und bin dann abends noch schön in die Arztpraxis gegangen. Das tut mir so leid, ey. Naja, auf jeden Fall war ich auch am Dienstag beim Sport um Hilfe. Und dann ging es halt sehr schnell los und dann war ich halt echt eine ganze Ecke. 7 oder 10 Tage war ich beschäftigt. Allein mit Coroni. Und dann ging es halt los, dass ich halt immer mehr meine Nase und meine Nebenhöhlen gemerkt habe. Also ich habe die ganze Zeit niesen müssen in Dauerschleife. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich bin Allergikerin. Ich meine, Medis nicht nehme zur Allergikerzeit, ist das nicht so schlimm wie das, was Corona angerichtet hat. Also war das vor über einer Woche am Sonntag bei mir dann so schlimm, dass ich wusste nicht mehr, wo oben und unten. Ich habe irgendwann mal gedacht, ich nies mir jetzt mein Gehirn aus. So hat es sich angefühlt. Und ja, und dann bin ich dann an dem Montag, das war letzte Woche, bin ich dann zum HNO und er hat mich gleich mit Mundschutz begrüßt. Nehmen Sie es nicht persönlich, habe ich gemeint. War ja auch in Ordnung, weil du kannst ja keinem vertrauen, was das betrifft. Und ja, und er hat dann gleich gemeint, so, ja, durch das, dass sie halt Allergikerin sind, ist es bei Corona halt so, dass Corona die Schleimhäute angreift. Und wenn du halt Allergiker bist, dann hast du halt Pech gehabt. Das war halt dann in meinem Fall so. Und ich hatte dann habe dann eine Nasennebenhöhlenentzündung und mein Kiefer ist auch so ein bisschen betroffen, merke ich. Aber ich konnte die letzten Tage nicht richtig trinken, nicht richtig essen. Alles tat weh. Meine ganze Schnauze tat vor allem weh, weil ich dann auch noch einen Herpes dazu bekommen habe. Ich habe es gelebt. Ich sag's euch, ich habe es wirklich gelebt. Vor allem, wenn dann deine Ausbildung vor der Tür steht. Ich habe dann letzte Woche mit meiner Gesprächspartnerin gesagt, ja, ich fange jetzt nächste Woche an, das passt.
weil ich dann ja auch Antibiotika und Co. verschrieben bekommen habe. Merke aber jetzt, ich hatte jetzt heute Morgen eine Dreiviertelstunde, habe dann jetzt onboard noch so ein bisschen Experimente gemacht und mich so ein bisschen zurechtgefunden. Merke aber jetzt schon so, mir ist das jetzt so ein bisschen zu viel. Morgen werde ich recht zeitig anfangen. Also da muss ich mir echt auch noch was überlegen. Also ich werde auf jeden Fall morgens mit Sport auf jeden Fall starten. Jetzt die Woche natürlich noch nicht, aber ich muss morgens mit Sport starten, weil sonst kann ich meine Medikinet nicht nehmen. Weil damit Sport machen ist am Anfang echt eine heftige Nummer, weil du merkst, dein Puls geht hoch. Ich habe letzte Woche mal nur zum Spaß mal meinen Puls gemessen, weil du merkst das auch. Und ich hatte halt einen Ruhepuls von 100. So in der Ruhe, ne? Also da war nichts, was irgendwie mich irgendwie aufgeregt hätte oder so. Und von dem her solltest du mit den ADHS-Medikamenten erstmal keinen Sport machen, ne? Also entweder bist du gerade am Abflachen so, das wäre jetzt bei mir um, wann habe ich es heute Morgen genommen, um 4:30. Aber ich gehe ja nachmittags nichts. Das ist nicht so mein Ding. Ich gehe lieber morgens. Und dann möchte ich halt so früh wie möglich, um dann halt auch so früh wie möglich anzufangen. Und ich habe jetzt 1% gemacht. Man sieht es onboard, wie viel Prozent du machst. Und du sollst 5% pro Woche machen in Halbzeit. Kommt 3 Stunden pro Tag gleich ungefähr. Also ich kann noch gar nichts dazu sagen. Das sind erst meine, ist meine, erst mein erster Tag. Und wie gesagt, ich muss so ein bisschen auch nach meinen Kapazitäten gucken, wie weit ich was machen kann. Und es bringt mir ja nichts, wenn ich mich schon am Anfang überfordere. Und jetzt habe ich gesagt, deswegen machen wir ein Video. Ich wollte eh die ganze Zeit Schmink-Vlog aufnehmen. Mit dem Herpes wollte ich das halt nicht, weil ich konnte den Bereich halt auch nicht berühren und so. Aber ja, ich bin gespannt, ich bin nervös, ich bin aufgeregt. Ich habe natürlich, durch das, dass ich es öffentlich gemacht habe, jetzt natürlich auch so ein bisschen die Angst so, ja, da wird es dann wieder Leute geben, wenn du es nicht schaffst und so. Aber ich habe für mich einfach gesagt, ich mache das ja für mich, ich mache das ja nicht für meine Zuschauer oder sonstiges. Und wenn ich halt einfach merke und ADHS darf keine Ausrede sein, aber ADHS schränkt dich halt ein. Das muss man einfach so sagen. Und ich muss erstmal meine Grenzen kennenlernen. Und wenn ich einfach schon am Anfang mich total überfordere, dann bringt es überhaupt niemandem was. Nee, und mein Fall fällt dann wahrscheinlich auch noch weg. Ja, was mich so ein bisschen gewundert hat, bei uns ist es so, also mein Hausarzt macht es zumindest so, der stellt keine Krankmeldung in Papierform mehr aus. Also ich war jetzt schon ewig lang nicht mehr krank gemeldet. Da muss der Arbeitgeber muss bei der Krankenkasse das machen, glaube ich, oder so. Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Oder ist das beim Ding so? Ah, nee, das ist beim Orthopäde. Das macht der Orthopäde. Ah, ja, weil der will eh ab Januar will der komplett papierfrei sein. Und das bedeutet dann, dass Rezepte, die aufs Handy geschickt werden und solche Spielereien. Ah, da bin ich gespannt, wie das so wird, ne? Ja. Da werde ich gespannt sein. Also ich habe jetzt eh nicht vor, nochmal so lange krank zu sein. Das war ja mega assig hier. Vor allem im letzten Vlog, den du auf meinem Zweitkanal siehst, habe ich ja nur rumgejammert. Mir fehlt der Sport auch. Ich muss sagen, wie es ist. Ich weiß halt von heute Morgen so, ich bin noch nicht hundertprozentig fit. Also macht es überhaupt keinen Sinn, zum Sport zu gehen. Ja, also vor allem steht halt jetzt die Umschulung an erster Stelle. Und da muss ich halt auch gucken, dass ich fit diesbezüglich bin.
Es gibt auf jeden Fall so einen ganzen Bereich mit Content Creating, wo ich selber auch was hochladen soll. Jetzt muss ich mir erstmal angucken, wie das über Google Drive funktioniert. Da kannst du irgendwie teilen. Also so, du kannst Content hochladen und das dann teilen. Vielleicht mache ich es auch irgendwie auf meinem Instagram. Ich muss mal gucken. Ich muss mal wirklich gucken. Weil ich brauche LinkedIn. TikTok habe ich schon, das ist kein Problem, deswegen habe ich das ja auch aufgemacht. Was brauche ich noch? Facebook habe ich, Instagram habe ich. Ich glaube, ich habe eigentlich sonst alles. LinkedIn brauche ich auf jeden Fall. Dabei muss ich auch noch mich so ein bisschen auseinandersetzen. Boah, Leute, wie gesagt, das ADHS-Medikament kickt, weil ich jetzt die ganze Zeit in Action war. Man merkt es mir auch ein bisschen an. Ich habe übrigens mir einen Lippenstift gekauft von Essence. Der ist okay. Ich versuche mich gerade wieder an Lippenstift. Ich nehme jetzt mal die. Ich nehme jetzt mal die. Ja, es ist eine aufregende Sache gerade, absolut. Und ich versuche trotzdem, mir nicht zu viel Stress zu machen. Denn ich schaffe nur das, was ich schaffe. Das bedeutet natürlich hier für meine Kanäle, dass die erstmal zurückstecken werden. Und ich mich aber auch auf Content stützen werde, wie den hier jetzt, der halt einfacher zu drehen ist. Den guckt ihr zwar auch gerne. Und das ist auch richtig geil, dass ihr das gerne guckt. Ja, ich würde mir da jetzt da nicht irgendwie den Stress machen und richtig hochwertiges Zeug hochladen. Klar, Reviews gibt es auch, aber da ist es bei mir gerade momentan so, dass ich ja eh aufbrauchen bin von Sachen, dass ich eigentlich gerade nicht so die Lust habe, was Neues aufzumachen. Wie habe ich gesagt, wenn jetzt die nächste Sache leer ist, dann wird was Neues geöffnet. Vorher nicht. Und ich habe halt lauter so halboffene Sachen rumstehen. Halt schon brutal. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sage, ich schwenke mich zur Beruhigung. Ich muss gerade selber an mir wirklich richtig hart lachen hier. Ja, ich merke jetzt schon so, was haben wir jetzt? 14 Uhr um grad. Dass ich jetzt in den Bereich reinkomme, das ist ganz interessant an den Retard-Kapseln, dass ich jetzt in den Bereich reinkomme, wo es halt nicht mehr wirkt. Und bei den Retards ist das halt echt richtig gut. Bei den normalen, es gibt ja normale Tabletten, hast du wahrscheinlich auch normale Tabletten zu Hause. Die nimmst du wie Kopfschmerztabletten und dann knallt es rein. Und von diesen Kopfschmerztabletten gibt es ja auch eine Retard-Version. Irgendein Hersteller hat das retardiert. Ich glaube, oder so. Keine Ahnung. Es gibt sie auf jeden Fall. Ibuprofen-Retard oder so. Und sowas wird ja langsamer an den Körper abgegeben, was ja viel besser ist. Und wenn du da ADHS-Medikamente nimmst, dann knallt es halt direkt ein. Du merkst es halt richtig krass. Und das ist halt kontraproduktiv. Zum einen möchtest du ja nicht irgendwie, also wie als wärst du drauf auf irgendwas, möchtest du ja nicht so dasitzen, wenn du lernst. Von dem her muss schon die retardierte Version sein, weil das ist total, ich habe das sofort gemerkt, total kontraproduktiv. Und du merkst dann auch dein Puls so ganz unangenehm. Was für mich so die unangenehmste Wirkung von dem ADHS-Medikament ist, ist halt diese Appetitlosigkeit. Du isst nur, weil du essen musst. Na, also, dich ekelt Essen jetzt nicht an, das ist ganz cool. Aber du isst nur, weil du essen musst. Das ist
so schräg. Das ist wirklich schräg. Du findest vom Aussehen her findest du Essen auch lecker, aber du hast keinen Appetit. Kumpel von mir hat mir erzählt, dass die früher Methylphenidat verwendet haben, um Diäten zu machen. Also daran wurde irgendwie ausprobiert. Kann ich mir bildlich vorstellen, denn das ist ja ein richtig krasser Appetitzügler. Also ich stelle mir das für Kinder halt einfach echt schwierig und unangenehm vor. Ich kann da nur als Beispiel die Hirschhausen-Doku nennen. Da hat ja die Kleine, also die Tochter von der Familie, also beide Kinder, also die Familie hat zwei Kinder, also mehrere Kinder, und zwei davon haben ADHS. Eins davon ein Junge, der ganz typisch hyperaktiv ist. Und ein Mädel. Und das Mädel ist so wie ich, hat die Version ohne Hyperaktivität. Man spricht ja immer von ADHS. Man teilt die aber allerdings inzwischen in Gruppen auf. Man will sich es nicht mehr so schwer machen und da noch irgendwie lang zu unterscheiden. Also teilt man es in Gruppen auf. Und ich merke an mir halt schon auch so hyperaktive Tendenzen. Sie sind schon da, aber sie sind mehr so unterdrückt. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben kann. Und ja, auf jeden Fall bin ich wie das Mädel. Und das Mädel erzählt halt auch so, dass sie das halt irre ankotzt, dass der Appetit einfach weg ist, dass sie sich zum Essen zwingen muss. Jetzt blinkt doch gerade glatt mein Akku. Zum allerschlechtesten Zeitpunkt. Egal, egal. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Wir nutzen dieses Format ja eh so ein bisschen, um miteinander zu quatschen. Es ist halt jetzt total fordernd für mich, weil ich mein Zeitmanagement natürlich auch so ein bisschen anders planen sollte. Und ich jetzt vor allem an dem Punkt noch nicht weiß, wie sich die 5% äußern. Ich habe jetzt relativ schnell 1% gehabt heute. Aber ich glaube mal, am Anfang sind die auch immer noch so ein bisschen gnädig. Vermute ich mal. Das Unternehmen, wo ich das mache, heißt übrigens D-Start. Die sind in Leipzig tätig. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe mich ja immer schon für diesen Gang interessiert. Das Problem war nur, du musst es ja finanziert bekommen, ne? Also ihr wisst ja, ich habe ja immer mal wieder darüber gesprochen. Und jedem steht so eine Umschulung zu. Entweder bist du wie ich arbeitslos gemeldet. Ich bin aber nicht voll arbeitslos, ich, dass ich selbstständig bin. Und dann hast du halt die Möglichkeit, das zu beantragen und zu gucken. Entweder hast du coole Leute um dich rum, und ich habe besonders coole Leute um mich rum, die das eben bei mir veranlasst haben. Und bei mir war ja noch das Ding dazu, dass ich eben ja im Januar gesagt bekommen habe, ADHS und so. Und in ADHS steckt ja die Aufmerksamkeit drin. Und wenn du weißt, du hast ein Aufmerksamkeitsdefizit, machst du halt keine Ausbildung, die so scheiß teuer ist, und sie ist teuer, ne? Also das steht jedem zu, jedem, für den das von Interesse ist. Vielleicht bist du im Büro tätig und dein Arbeitgeber braucht eine kleine Aufwertung und sagt, oh ja, das könnte mir was bringen, dann kannst auch du die Ausbildung machen, ne? Also
Das ist nichts, was nur für mich jetzt bestimmt ist. Du musst bloß Social Media affin sein. Das ist das Einzigste. Weil ich jetzt auch lauter Accounts brauche. Ich glaube, ich muss mir nur LinkedIn erstellen. Ich glaube. Und dann muss mir das alles morgen. Ich gucke das mir heute nicht mehr an. Das macht mich sonst nur wahnsinnig. Ich guck das morgen früh an. Also ich habe vor, morgens so wie immer zum Sport zu gehen und zu gucken, dass ich gegen 9 da bin. Von 9 bis zum Mittag erstens mal durchzuackern. Und dann gucken, was ich da noch alles machen muss. Hängt ja immer von den Aufgaben ab, die ich erfüllen muss. Ich habe auch eine Abschlussprüfung, die ich zweimal machen kann. Also ich muss 75% erreichen. Da habe ich jetzt natürlich noch gar keinen Zugriff drauf, um Himmels Willen. Ne? So, jetzt machen wir mal den Lippenstift. Das ist so ein Your Lips Are Better Lippenstift. Das sind die hier. Also, dass die jetzt so fancy aussehen müssen. Ich fand die Essence-Lippenstifte schon cool. Der Farbton heißt Hydra Matte 404. Er könnte eigentlich noch ein bisschen brauner sein. Mal gucken, vielleicht lege ich mir noch mal was zu. Das weiß ich jetzt an der Stelle noch nicht. Das habe ich auch drauf gehabt. Um noch mal zu zeigen. Sieht so ein bisschen richtig fancy aus, oder? Die hatten doch früher so eine schwarze Hülle. Da bin ich so ein bisschen mehr dafür. Ich glaube, ich mache mir jetzt noch schwarzen Kajal. Hast du ein bisschen das Gefühl, als hätte ich zu viel Kaffee gesoffen? Ganz, ganz eigenartig. Mein Kajal ist von Lavera. So. Für euch kämme ich mich nochmal. Ich habe gestern mein Pony geschnitten. Ist nicht so hundertprozentig gut geworden. Aber der war halt einfach zu lang. So, Freunde der Sonne, das war's. Das war ein kleines Durcheinander, ich weiß. Aber so ist es halt jetzt bei mir. Ich sag danke fürs Einschalten. Falls du dieses Format magst, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass auf jeden Fall einen Kommentar. Falls ihr Fragen habt, einfach unten reinpacken. Ich sag danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssi!